Nein. Nein, kann ich nicht. Du hast doch schon alle Kisten durchgeguckt, hast du eben gesagt. Das will ich ja nicht, dass ich das nochmal durchgucke. So, da packe ich erstmal Eisenerz rein. Das ist Tin. Mann, hatten wir nicht richtig viel Eisen? Hatten wir, aber irgendwann muss man es ja auch mal benutzen. Bisschen allgemein mal. Oh doch, Eisenerz, Eisenerz. Hier ist noch eine Menge. Hast du Glück gehabt, du. Sind eigentlich irgendwelche Items hier schon von dir? Boah, habe ich ihm bloß gegeben. Mhm. Ich tue ja nichts hier, ne? Ist ja klar. Da kann der Corncrafter immer stehen, was da rumlapern. Was machst du denn gerade, Simon? Ja, guck mal nach draußen vor die Tür und siehst du, was ich gerade mache. Ja, du läufst wild rum und lockst ganz viele Monster an. Nee, Bewässerungsanlage für unsere Felder und alles. Sie haben eigentlich so viele Kisten. Ich habe dir eine Schaufel, die mir gerade gegeben hast, und du hast komplett kaputt gemacht durch die ganzen Sachen, die ich hier mache. Okay, Simon, es tut mir leid. Sowas wird nicht wieder vorkommen. Ja, ich hoffe doch. Weil sonst gibt es nämlich Kasala. Simon, ich will ja nichts sagen. Aber da ist ein Zombie direkt neben dir. Okay, das war ich. Ich hab dich schon umgedreht, du Sporsti. Du Sporsti. Du Sporsti. Ich hab mich umgedreht, ich wusste, dass es Concrafter ist. Ich hab mich trotzdem erschrocken. Weil ich hab mich mit. Das ist nämlich. Du wusstest, dass es Concrafter ist, aber du hast dich trotzdem erschrocken. Das ist gut. Das ist Logik, Simon. Das ist Logik. Naja, hast du noch eine Frage zufällig? Da waren doch noch so coole Sachen wie. Die YouTube-Community. Ja, genau. Ja, ich hab leider gerade deinen Namen vergessen, aber das haben viele Leute gefragt. Und wir brauchen einen Extractor bald. Ja, die YouTube-Community. Ach ja. Meinung zur YouTube-Community. Also, da würde ich gerne zuerst was zu sagen. Ja, mach ruhig. Weil ich gerade verhungert bin. Meine Meinung ist, es gibt ja manche Leute, die sagen, oh, es gibt keine YouTube-Community und jeder macht sowieso sein Ding und jeder ist Rivale und so weiter. Okay, es gibt einige Leute, die meinen wirklich, ja, es gibt keine Community. Das sind alles nur Einzelpersonen, die nichts füreinander tun. Und so meinst du das jetzt, ne? Ja, also das halt, es gibt Leute, die sagen halt zum Beispiel, ja, es ist alles nur, es ist ja sowieso Rivalismus, weil jeder macht ja sein eigenes Ding. Meiner Meinung ist aber... Kapitalismus, jeder denkt an sich selber und an seinen eigenen Nutzen. Der typische, ja. Wie heißt das nochmal, in der Wirtschaftslehre gibt es da irgend so einen bestimmten Ausdruck. Der Homo economicus, genau. Echt? So, ja. Hab ich schon nie gehört. Homo economicus ist eine Person, die nur an seinen Nutzen denkt. Das heißt, auch wenn er zum Beispiel mal irgendwo was spendet oder so, dann immer mit dem Hintergedanken, dass es für ihn auch gut ist. Da ist wirklich gerade ein Zombie neben dir. Ich weiß. Also, da Kinder haben wir wieder was gelernt. Das heißt, wenn irgendjemand zum Beispiel euch 10 Cent gibt, aber dann sagt, und dann denkt ihr euch so, hey, der ist ja total nett, ich dachte, das wäre voll der Geizhals, aber dann sagt er euch, ja, aber morgen hätte ich dann gerne 20 Cent wieder, weil ich es dir geliehen habe. Dann ist es ein Homo economicus. So. Gut. Und genau, es gibt ja Leute, die denken vielleicht, es gibt keine Community und alle es sind sowieso Feinde und ja, man klaut sich die Abos und so ein Quatsch. Meiner Meinung nach ist, es gibt schon eine Community. Ein ganz klares Beispiel dazu, muss ich jetzt mal sagen, ist zum Beispiel Luke Plays. Luke Plays ist jemand, der wirklich meiner Augen nach sau viel für die Community tut, auch kleine YouTuber unterstützt und zum Beispiel, ich sag mal einen Fall, als Breakcraft oder so den Kanal gelöscht bekommen hatte, hat Luke Plays, obwohl er da schon halt viel mehr Abonnenten hatte, darauf so aufgerufen, hey, abonniert den und unterstützt den, der Kanal ist gelöscht und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es so einen Zusammenhalt gibt, einen Community-Zusammenhalt. Und in der Hinsicht ist auf jeden Fall zum Beispiel Luke Plays auch ein klares Vorbild für mich in Richtung Community. Und seitdem ich das halt so mitbekommen habe, wie es halt so läuft, muss ich auch ganz ehrlich sagen, unterstütze ich auch immer selber gerne kleinere YouTuber und tue auch selber halt gerne was in Richtung Community. Also ich bin der Meinung, dass es wirklich einen Zusammenhalt gibt. Gerade in der Minecraft-Community. Genau. Es gibt halt immer mal Leute, die sagen, nö, ist nicht so, aber meiner Meinung nach ist es schon so. Und es ist ja auch so, dass man sich einfach untereinander vielleicht, also ich sag mal, viele haben sich untereinander in Skype. Also ich zum Beispiel kann nur von mir sprechen, ich habe eigentlich alle, mit denen ich was zu tun habe. Ja, ist ganze, bei mir aber auch so. Das ist bei vielen alle so. Meine komplette Box und das sieht man ja auch immer, wenn man irgendwelche Hunger Games Events macht oder einfach nur zusammen aufnimmt, dass man sich wirklich alle haben sich gegenseitig in Skype. Das ist auch sehr schön, finde ich eigentlich. Ja, dass man wirklich alle. Mal parat jetzt, hat, wenn man sich so denkt, genau, ah, mit dem würde ich jetzt gerne mal aufnehmen, dann hat man den wirklich auch so den Kontakt. Ja, und das habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es halt so ist und ich bin auch sehr, sehr herzlich aufgenommen worden in dieser Minecraft-Community und das freue ich mich darüber. Lass uns mal ins Bett gehen, ich bin nämlich am Sterben. Ja, können wir machen. Da kann ich nämlich wieder weiter ausholen. Wir müssen uns wirklich mal so einen vernünftigen Bettplatz überlegen. Ich würde sagen, wir nehmen einen, wo wir wirklich, wenn wir einpennen, so über alles drüber gucken können, so oben auf dem Dach oder so. Okay, dann müsste ich so eine Dachterrasse bauen. Oder ja, aber oder? Wir müssen erst mal gucken. Wir haben ja Zeit. Ich habe aber Hunger. Ich bin auch Hunger. Dann haben wir doch keine Zeit. Ich würde sagen, ich habe eine Kartoffel für dich. Warte, hier. Hier, Kartoffel. Schnell. Habe ich gerade so zufällig in der Kiste gesehen. Du kannst ja gucken, vielleicht ist da irgendwo noch Brot oder ja, so. Ja, ich werde die schnell braten, die Kartoffel. Schnell. Eine Kartoffel bringt schon viel.
Also, was ich sagen wollte, ich kann da hier ganz, ist ein Steak. Ganz... Isst du das? Ja, okay, gib. Nee, ich brauch gar nichts zu essen. Okay. Also, was ich sagen wollte, ich kann da ganz, 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 ganz weit ausholen. Und zwar gibt es bei mir die Vorgeschichte, dass ich damals etwas mit YouTube-Leuten gemacht habe, aber dann, ich sag mal, nicht enttäuscht wurde, sondern dann kam halt eine Aktion, durch die ich nicht sehr toll fand. Einige wissen vielleicht, was ich meine, aber möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls habe ich mir dann geschworen, dass ich nie wieder etwas mit anderen Leuten von YouTube mache, weil ich einfach keinen Bock habe, nochmal irgendwie so asoziale Personen zu treffen, sag ich mal. Hab dann allerdings jetzt eine Community gefunden, die wirklich relativ nett ist. Also man wird wirklich zueinander aber nur, eingeladen. Aber nur relativ. Sie ist nett, die Community, die ich nun habe. Also jetzt nicht ihr Zuschauer, sondern die mit zum Beispiel Simon und Luke Plays und Nodop und alle anderen. Oder Dena oder Spark oder wer da alles sonst noch drin ist. Kev ist da drin. Dieser ganze Leute, Podshop Media und so. Ich kann gar nicht aufhören, jetzt zu erzählen. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt hier drin ist. Wieso backst du Popcorn, Mann? Also ja, weil ich Hunger hab wie Sau. Ich bin froh, dass ich in dieser Community... Wo ist das ganze Eisenerz hin, Mann? Keine Ahnung. Du hast es rausgenommen, wo ist das? Ach ja, in meiner Tasche wahrscheinlich. Ja, dann packst du da wieder rein. Oh, Popcorn. Weißt du was, ess das mal. Weißt du, was dann passiert? Dann rennst du ganz schnell. Geh mal. Ess mal eins und dann kriegst du Speed für kurz zur Zeit. Yay! Woo! Oh mein Gott, für 8 Sekunden. Hab ich auch in den Kommentaren von jemandem gelesen, fand ich voll cool. Und ich bugge in der Tür fest. Hey. Yay! So. Nein, also was ich noch sagen wollte, ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder etwas mit anderen YouTubern zu machen, weil ich einfach keine Lust darauf hatte. Aber dann, einerseits kommt man natürlich nicht dran vorbei, wenn man jetzt irgendwie solche Community-Sachen machen will und oder Maps austesten will oder so. Und andererseits bin ich auch relativ froh zurzeit mit den Leuten, mit denen ich etwas mache. Und da finde ich zurzeit, wie es jetzt zurzeit ist, soll es sich eigentlich auch nicht ändern, finde ich. Und wenn dann so Leute ankommen und so depressiv meinen, ja, es gibt gar keine Community, es ist nicht so, dass die alle mal untereinander sich in Skype haben und quatschen. Doch, also bei mir und den anderen ist es so. Oder? Eigentlich schon. Ja, also, das denke ich auch. Also es gibt halt wahrscheinlich Ausnahmen. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die da vielleicht nicht so viel Wert drauf legen oder keine Lust darauf haben oder sich da einfach nicht so einbringen möchten. Ich kann ja auch eher selbst entscheiden. Also ich möchte jetzt auch niemanden irgendwo persönlich angreifen. Wenn ich habe auch sagt, eigentlich ey, Respekt vor den Personen, die meinen, ja, ich möchte eigentlich nichts mit Leuten von YouTube so Together-Projekte starten. Das ist ja ein Beispiel, ist ja wirklich... nicht Gronkh, sondern Gronkh hat ja schon mit den Leuten was zu tun, aber er macht halt keine Videos mit denen, weil er wirklich findet, ja, alleine finde ich Gronkh auch eigentlich sogar interessanter als irgendwie Together-Projekte, aber das kann wirklich jeder selbst entscheiden, was er machen will, das ist halt das Coole an YouTube. Nur einfach zu behaupten, dass es keine Community gibt, was einige tun, finde ich das schon arg übertrieben, vor allem, das ist genauso, wenn man sagt so, ja, alle YouTuber, alle Let's Player haben kein Leben, das ist auch wieder so allgemein gefasst, man muss jede Person einzeln fragen, bei Simon stimmt's natürlich. Ja, ich habe zum Beispiel kein Leben. Nein, Spaß. und ja, also das zu dem Thema. Ich hatte halt wirklich mal so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, nee, ich habe keinen Bock mehr, irgendwas mit Leuten von YouTube zu machen, immer mein eigenes Ding. Aber das war halt relativ kurz nur. Ja, ich habe ja vorher, bevor ich jetzt den Minecraft-Kanal hatte, hatte ich ja einen Vlog-Kanal, einen Real-Life-Kanal. Und, einen Real-Life-Kanal. Und da habe ich wirklich selten mit Leuten was zusammen gemacht. Also, ja, weil, ist ja auch schwer, weil man sich viel dann treffen schwerer muss. Ja, ist einfach viel schwerer. Ich habe halt nur mit meinen Freunden aus dem Real-Life, aber die waren keine YouTuber, habe ich Videos zusammen gemacht. Aber ich habe mich mit anderen YouTubern unbedingt viel gemacht. Und das fand ich eigentlich sehr schade. Und deswegen habe ich halt wirklich jetzt diesen Gaming-Kanal. Deswegen mag ich ihn ja so, einfach weil... Also, du sonst Zusammenhalt hast, sag ich mal. Ja, weil einfach mal, weil es einfach Spaß macht, daran zu zocken. Also meiner Meinung nach gibt es nichts Cooleres, zusammen was einfach aus Spaß zu zocken, das dabei aufzunehmen und dann noch irgendwie ja, Spaß Feedback dabei zu haben. Bekommen. Das Feedback ja. Finde ich immer am allergeilsten, wenn man wirklich dann den Leuten was bieten kann und wenn die Leute dann sagen, ja, das hat mir gefallen oder ah, das hat mir nicht gefallen, das finde ich immer am allercoolsten. Ja, also mehr Spaß als jetzt an Let's Playen hatte ich noch nie überhaupt an irgendwas. Also es ist wirklich das geilste Hobby, was... Ich finde es auch, das ist das allergeilste Hobby, weil einerseits kann man das machen, was einem Spaß macht, und zwar zocken. Man kann sich auslassen in Videobearbeitung etc., was ich auch später irgendwie so von Beruf machen möchte. Und man kann einfach sich steigern, sage ich mal. Man kann Kontakt mit Leuten haben, man kann sich da steigern, man kann sich steigern in der Qualität und man hat wirklich mal so ein Ziel, was man erreichen kann. So, ja. Das war ein schönes Wort, du, ne? Das war zum Sonntag. Nee, das war zum Montag eher. Alter, ich habe hier echt gerade alles Warum geht immer diese Scheiße hier weg? Diese... Ist ja, so, die Scheiße soll einfach da bleiben. Ja, diese... Junge, ich habe hier nur noch Iron-Kisten drin, das sieht richtig leer jetzt bei uns aus, das ist voll schön.